Seid gegrüßt und willkommen zur 81. Episode meiner City Skylines Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Irgendwas wollte ich doch tun, irgendwas Bestimmtes. Ist das hier eigentlich? Die Firma, okay. Hey, hier ist nichts zum Abreißen und so. Aber wir sind immer noch im Minus vom Cashflow her. Mach mal eben Pause. Okay, Friedhof leert sich. Genau, hier sind noch... Warum geht denn das nicht weg? Hier sind noch leere oder Läden, die keine Verkaufswaren haben. Und hier fehlen auch die gebildeten Mitarbeiter. Aber es ist schon mal weniger geworden, als es mal war. Ja, die Dinger sollte ich eventuell auch mal irgendwann einbauen. Gebildete Mitarbeiter. Ja, die sollten ja kommen, dadurch, dass ich jetzt die Leute alle in Schulen gesteckt habe oder die Schulen hier gebaut habe. Ich kann verkaufen. Hier ist ein Toter. Ein Verstorbener. Bestattungswesen. Krematorien. Haben wir eine hohe Verfügbarkeit. Eigentlich sollten die ja alles abdecken. Oh Gott, viele Begrabene. Altersheime sehen eigentlich auch ganz gut aus. Senioren 22.000. Kranke Senioren 222. Das sollte doch funktionieren. Ja, und hier fehlt auch wieder was. Hier. Hallo? Hier. Verkaufswaren. Aber das solltet ihr mal klären, ne, Leute? Nicht genügend Treibstoff. Ja, wie soll ich denn... Mal eben gucken. Gebäude mal... Da. Sollen wir für das LKW Gebäude außerhalb der Stadt erreichen können? Von außerhalb. Ja, okay. Eventuell sollte ich das Ding hier hinschieben. Und hier eine eigene Ausfahrt bauen oder so. Oder hierhin. Moment. Ich verschiebe das Ding einfach mal. Ich meine, wenn es nicht läuft, schiebe ich das jetzt einfach mit hierhin. Die können ja einfach von hier, also von hier irgendwie dahin fahren, keine Ahnung. Mir scheißegal, wie die das machen. Hauptsache, die bringen da den Treibstoff hin. Das bedeutet aber auch, dass... Achso, das ist wieder... Keine Ahnung. Nee, das ist ein Kernkraftwerk. Hier habe ich noch eins ohne Treibstoff. Die haben genug. Aber warum? Oh, okay. Das aber nicht. Okay. Wir verschieben das Ding hier hin. Ich meine, hier sollte ja genug Treibstoff ankommen können, Rohöl oder was auch immer das verbrennt. Öl. Kohle, das hat ja auch genug Kohle. Ist das Ding wenigstens voll? Sieht so aus. Und hier wird sogar wieder was gebaut, das ist gut. Dann kommen eventuell... Wer fährt denn hier? Und warum? Insektenspray-Kleinbus, alles klar. Solarkraftwerk, genau. Das hier war ja das Geothermiekraftwerk. Wie sieht es denn generell aus hier? Okay, geht so. Ja, die müssen halt Strom liefern. Die ganzen Ölkraftwerke. Moment, wo bin ich? Ne, hier bin ich ganz falsch. Hier muss ich hin. Ja, krieg ich das jetzt wenigstens mehr? Muss ich demnächst mal schauen. Aber ich sehe gerade, wir brauchen... wir haben Nachfrage an Industrie- und Dingesgebäuden. Bürogebäuden. Warum ist das hier eigentlich leer gewesen? Nicht genügend Rohstoff. Nicht genügend Rohstoffe? Ihr seid ein Schlachthaus. Ihr braucht Tier... Ne, Moment, was? Moment mal, ein Schlachthaus. Ihr braucht Tiere, oder? Oder ich reiß das hier einfach ab. Ich hab echt... Wo habe ich denn... Oh, bin ich doof? Moment mal. Hatte ich nicht... Wow. Kein Wunder, dass das hier nicht läuft.
Ich suche jetzt eben mal mein Hauptgebäude. Das war das hier, ne? Tierprodukte haben wir eigentlich. Wo? Müll? Kein Platz mehr, oh, den müssen wir leeren. Aber hier fehlt. Ich könnte schwören, dass ich hier genug Dingens gemacht habe. Felder. Obstfeld? Nee, ich brauche ja sowas. Viehweide, genau. Aber das sind keine Viehweiden. Getreide? Das heißt, ihr habt die immer von ganz weit weg geholt, die Sachen? Also die Tiere oder was? Passt das Ding hier hin? Oh Gott, die ist riesig. Da wäre was frei. Das heißt, ich muss hier eine Straße reinbauen. Na super. Ich baue eine Straße, es sind direkt die Autos, die parken, mitgebaut. Alles klar. Kann ich nicht hier... Machen es anders. So. Machen... Hallo? So. Nein, so. Kann ich auch hier? Oh, cool. Und dann könnte ich das hier auch noch durchgehend machen. Das macht bestimmt alles kaputt, was ich hier jemals gemacht habe, aber hey. So kann ich zumindest... Wo bin ich hier? So große... Das sind die großen? Das ist klein? Oh, okay, das ist wirklich größer. Und geh hier dran. Das ist echt groß. Nein! Oh, ich bin so doof. Okay, ich mache mir voll die Mühe, die Gebäude hier nicht kaputt zu machen. Naja, passiert. Das hier geht nicht, ne? Dann muss ich hier eins noch reinmachen, also eine Straße. Naja, dann schauen wir mal, dass das hier funktioniert. Schweine, was brauchen wir denn hier? Ich hätte lieber Hochland drin, ne? Was hatte ich denn? Moment mal. Ich habe doch noch irgendwo... Oh, jetzt bin ich zu weit rausgezoomt. Jetzt haben wir wieder Leerstand, ne? Naja. Hier habe ich doch, glaube ich, auch keine. Hier habe ich aber... Ja, genau, hier habe ich ja die Rinder. Das heißt, sie sind immer von hier aus da hinten hingekommen. Aber hier haben wir doch auch genug Nutzpflanzen. Ach, ihr seid doch scheiße. Aber frage ich mich gerade, was macht das Lager hier? Okay, voller Tierprodukte. Warum auch immer. Ich hatte irgendwo gesehen, da war wieder Leerstand. Hallo, Leerstand? Hier irgendwo, genau. Lohnt sich ja kaum, das Dings hier zu nutzen. Verlassen. So, es geht automatisch, ne? Oder? Ich muss es ja nur öffnen, oder nicht? Scheint geholfen zu haben. Es scheint geholfen zu haben. Hallo? Geht doch. Ich habe nicht geklickt. Es ging automatisch. Das dauert wahrscheinlich ein bisschen, bis die ganzen Listen durchgegangen sind. Oh, hier ist Müllproblem. Och nö. Müllberge. Oh, ihr übertreibt doch wieder, oder? Okay, es sind irgendwie Müllhochburgen wieder. Oh je. Aber ihr habt doch hier alles grün und so. Okay, ihr habt hier diese Müllverbrennungsanlage, aber keine Müllhalde. Machen wir mal direkt hier neben. Ich kann noch näher ran. So, das sollte genügen.
Wenn das nicht hilft, dann weiß ich es auch nicht. Kam mir gerade noch ein Gebäude dazu, was einen Müllberg hat. Nicht genügend Verkaufswaren. Ihr habt ja noch so klitzeklein Nachfrage an Industriegebiet, ne? Eventuell baut ihr hier welche hin. Wo es ja eigentlich auch ausgewiesen ist. Was ist das hier? Genau. Oder ihr baut hier welche hin, also Gebäude. Wie sieht es jetzt hier aus? Für 6 Wochen. Es reicht ja. 88 Megawatt. Das bedeutet Strom... Was habe ich jetzt wieder gemacht? Nein, nicht. Stromversorgung ist hier viel besser gesichert. Und hier steigen sogar die Gebäude auf. Sehr gut. 3 Wochen, 5 Wochen, aber das sollte ja kein Problem sein hier am Hafen. Gut. Haben wir hier noch eins? Das funktioniert ja hier irgendwie. 17 Wochen, ihr habt genug. Ist ja noch eins. 21 Wochen, gut. Das sind etablierte Kraftwerke. Das hier geht auch. 1722 erzeuge ich, ne? Okay, Müll. Haben wir hier auch was, genau. Und hier. Schön, wie sie hier drehen in den Müllbergen. Und ich bin im Plus. Das ist gut. Und es werden immer noch Industriegebiete gesucht. Das heißt, ihr baut hier immer weiter aus. Schön. Was haben wir jetzt hier? Hier fehlt wieder Treibstoff. Aber ihr habt wieder für 3 Wochen. Heul nicht rum. Im Normalbetrieb. Wir lassen das mal so. Wir sind jetzt im Plus. Wir machen wieder Plus. Das ist gut. Wir nehmen Geld ein. Ja, hier fehlt wieder. Käufer fehlen für Produkte. Aber zumindest fehlt hier nichts. Und hier zum Beispiel. Wo ist denn euer Hauptgebäude? Das nicht, nee. Wo habe ich das denn hier? Das hier? Nee, Getreidemühle? Was ist das hier? Nee. Das hier wird sein. Okay. Okay, ihr macht Profit. Das ist schon mal gut. Zwar wenig, finde ich, aber naja. Die produziert auch selber. Das ist schon mal gut. Oh, das kann ich beim anderen auch mal anschauen. Import 320. Hier war es, ne? Genau. Was jetzt wieder? Kriminalitätsrate. Ach, was ist denn... Hier ist doch eine Polizeiwache. Was soll ich noch tun? Soll ich so ein riesiges Ding hier hinsetzen oder was? Mann, was ist hier wieder? Käufer fehlen. Okay, wie sieht es jetzt hier aus? Wir importieren gar nichts. Wir produzieren alles selber. Das ist echt super. Wir machen aber Verlust. Ernsthaft? Warum machen wir denn Verlust? Der Unterhalt ist höher. Wir verkaufen, aber Mehl. Warum kein Mehl? Und warum keine... Ach, jetzt importieren wir wieder. Aber warum wird das nicht weniger, der Profit? Ha. Na super. Wie sieht's hier im Waldgebiet aus? Wo war das? Das hier? Nee. Das hier? Das hier? Das hier? Das hier? Krematorium. Ihr macht aber auch wieder ein bisschen Profit. Wir importieren hoffentlich nichts. Warum verkaufen wir denn kein... Ich verstehe es nicht. Wir haben alles hier. Sägemehl aus dem Lager. Aber das hier ist doch Biopelletfabrik. Wir machen Papier. Hier machen wir Schnittholz. Wir haben nicht genug Rohstoffe. Aber laut der Anzeige hier verkaufen wir Rohholz. Ich verstehe halt nicht, warum wir das nicht alles in Papier oder Roh- oder Schnittholz setzen.
Ich glaube, das werde ich nie herausfinden. Was war das hier? Keine Ahnung. Okay, es geht wieder hoch. Wir nehmen ein. Wir sind auch wieder über 100.000 Einwohner. Irgendwas scheint jetzt wieder richtig zu laufen. Das Problem war halt, waren halt die Toten, die nicht abgeholt worden sind. Dann kann ich ja wieder andere Dinge tun, oder? Eben kurz schauen. Industriegebiet wird immer noch benutzt. Wird immer Neues dazu gebaut. Alles klar. Okay. Kraftwerk hat Treibstoff. Ihr habt alle Treibstoff. Das heißt, hier kann ich euch in Ruhe lassen. Und selber schauen. Oh, ist es hier jetzt wieder? Gebäude ist abgeschaltet. Biotreibstoffbusse. Wir brauchten die nicht, ne? Parkinfo. Einnahmen. Hey, wir nehmen sogar was ein. Tierethik. Okay. 24 Besucher diese Woche. Warum so wenige? Muss ich vielleicht hier den Preis runtersetzen? Mache ich es einfach. Was soll schon passieren? Nur 10 Dollar. Dann wollte ich ja noch... Ich wollte hier noch vorbeischauen. Wo ist jetzt wohl hier das Haupthaus? Das hier? Nö. Das hier dann. 1500. Wieder kein Papier, das hergestellt wird. Aber Schnittholz wird jetzt etwas mehr hergestellt. Kein Holz, ne? Das hier ist komplett voll. 296. Das hier 389. Wieso? Ausgewogen? Muss ich hier irgendwas noch umstellen? Ich verstehe es nicht. Muss ich hier was anklicken? Nö, auch nicht. Okay. Oh, habe ich die eigentlich angepasst? Welches ist das hier? Er verfügt über keine Spezialisierung. Oh, Industrie, Hauptgebäude, Substantial, also, okay. Möchte ich das denn? Mal eben schauen. Ach so, das kann ich machen, nee. Wohnspezialisierung, selbstversorgende Gebäude. IT-Cluster, keine. Biologische und lokale Herstellung. Das könnte ich ja. Fassbinder Hügel, was war das hier? Ernsthaft, was war das hier? Das hier ist ein Wohngebiet, oder? Da kann ich ja nicht die Spezialisierung ändern. Irgendwas Wäldchen? Na, ich lasse das mal lieber, bevor ich wieder was kaputt mache. Ich finde es schade, dass hier noch keine neuen Häuser gebaut werden. Aber schön, wie hier alles noch weiter wächst, bis es wieder alles zusammenfällt. Aber von der Umweltverschmutzung her ist es gar nicht toll, obwohl das hier ist ja alles irgendwie sehr dreckig. Hauptsache, hier fährt einer die Straßen, die irgendwie ins Leere führen. Ach, ich wollte ja auch noch wegen der Kriminalitätsrate schauen hier oben. Oder generell mal wieder checken. Okay, hier auf der Brücke ist keine Polizeipräsenz. Hier läuft es auch gut, ohne Polizeipräsenz, ne? Hier ist es auch okay. Nur hier, fast direkt neben der Wache, haben die ein Problem gehabt. Hier, Bauernhof, Hauptgebäude, warum auch immer. Nicht genügend Rohstoffe. Ey, wisst ihr was? Macht, was ihr wollt. Wie sieht es eigentlich mit dem Verkehr aus? Muss ich mir auch mal wieder anschauen.
71%. Ja, hier ist voll. Okay, ich werde es auch irgendwie enger. Moment mal. Hier ist das Ding. Wie war das? Richtungspfeile. Ich würde sagen, das für hier ist zum Abbiegen. Muss ich das hier gesondert machen? Wahrscheinlich. Geradeaus, links. Läuft es hier vielleicht besser dadurch? Ich glaube, das hier bringt nichts, wenn ich das so... Okay, weil hier keine Linksabbiegerspur ist. Nee, das kann ich so nicht machen. Geradeaus. Oh Mann. Jetzt könnte wieder hier fahren, aber wechselt dann hier rüber. Eventuell sollte ich hier auch geradeaus erlauben. Oder die Straße vergrößern. Ich denke, letzteres wird sinnvoller sein, wenn das möglich ist, natürlich. Ach, zu nah hier am Rand, würde ich sagen, bedeutet das. Dann mal eben schauen, wie ich das am besten mache. Wir machen hier auch geradeaus. Ach, geht das hier nicht? Geradeaus? Hallo? Gar nicht? Dann weiß ich es auch nicht. Dann bleibt es ja halt auf ewig eng. Aber hier geht es dafür wieder. Und hier finde ich es jetzt auch nicht so schlimm. Ob das so gut ist, neben der Müllhalde eine Viehweide zu haben, fraglich. Das ist das. Oh. Irgendwie mag ich diese Kurve. Das ist wahrscheinlich schlecht, ja. Ist ja klar, ich habe es gebaut, ist es schlecht. Ich finde, das geht. Solange es nicht ganz rot ist. So wie das hier. Oh Gott, was ist denn hier wieder? Hier will kaum einer links abbiegen. Muss mal gucken, ob ich hier das mit dem Pfeil... Oh, habe ich hier eventuell... Ja. Deswegen konnte ich eben den Pfeil auch nicht ändern. Kann ich das hier nicht alles automatisch wegmachen? Auch weg. Nein, geh weg hier. Das hier weg. Das hier weg. Das hier weg. Das hier weg. Jetzt geht es hier auch besser, wie es aussieht. Und wieder Escape. Okay, übertreib nicht. Biegt er einfach ohne Straße ab. Alles klar. Jetzt haben wir das hier, wie es aussieht, auch gerade gelöst. Okay, das Spiel hat es noch nicht gemerkt. Aber das bedeutet ja, ich habe das hier auch vorgegeben. Dann gucke ich mal, dass ich das auch wieder löse hier. Zack, zack. Ich nehme das hier mal komplett raus, alles wieder. Dass ihr selber mal schaut, wie ihr das macht. Hier soll aber geradeaus und links. Wir machen einfach zwei für Linksabbieger. Ich meine, Gegenverkehr kommt eh nicht. Okay, das ist blöd mit der mittleren Fahrbahn. Wobei, keiner macht Scheiß. Hat sich das jetzt echt auch dadurch gelöst? Oh, das meinte ich, das meinte ich. Wegen sowas, das mache ich mal lieber weg. Reicht, wenn man nur eine Spur hat zum Abbiegen. Auf zwei. Das ist eh zu viel. Das passt doch. Habe ich hier auch sowas gemacht? Nö, hier ist nichts. Das ist gut. Gut. Okay, Verkehrsfluss. Moment mal.
Je niedriger, desto schlechter, ne? Ich hab's irgendwie verschlechtert. Nein. Oh, ne, hier war ich nicht dran, aber hier war ich ja eben dran. Das hier funktioniert nun. Okay. Aber den Rest mache ich dann in der nächsten Episode. Wenn euch die heutige gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne bewerten und einen Kommentar dazu lassen. Und um zu sehen, wie es hier weitergeht in meiner Stadt und ob ich im Positiven bleibe mit dem Cashflow, solltet ihr meinen Kanal abonniert haben. Bis zum nächsten Mal.